Hier wieder beim Koali und zu einer neuen spannenden Folge bei Baldur's Gate 3. Mal gucken, ob sie spannend wird. Wir machen erstmal eine kurze Rast hier. What's next? Und ja. Schauen hier mal, was wir noch so anstellen können. Hier haben wir eine Kiste ausgegraben. Und wir haben hier im Keller ein magisches Buch gefunden, was wir nicht öffnen können. In einem Haus. Schauen, was es hier sonst noch so gibt. Kiste. Ja, mit. Da haben wir schon mal reingeguckt. Hier oben sieht es wie ein Kampf aus. Das sieht doch so aus, als ob wir uns da mal einmischen sollten. So, der Barbar geht natürlich vor und macht Barbarendinge. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Ey, die haben einen Gnom da oben hochgeschickt. Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Was in allen Höllen tut ihr da? What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Ah ja. Lass mich anders ausdrücken. Warum? Lass den tiefen Gnom frei. Want to save your runty little friend? Ja. Do ya? Not a chance. He's ours. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ach ja. Euer Schädel wird ein feiner Kelch. No. You wouldn't be able. You're just, The goblin's nostrils flare, as if trying to judge you through smell alone. We're leaving. What about the other gnome? Are we supposed to bring him to... I said we're leaving! There'll be richer pickings than these little gnats someplace else. Right then. Tja, kein Kampf. Unsere Barbarigkeit hat wieder zugeschlagen. Und unsere Gnomigkeit. Wie einfach so ein Schaf abgeschlachtet. Ja, ja, ich versuche dir zu helfen, warte mal. Wir gehen hier erstmal runter. Im Keller und gucken erstmal, was da ist. Hier ist ein Weidenkorb. Mit verrottetem Käse. Nein, danke. Aber wir haben hier flink Funken. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er plus 3 Blitzladungen und athletisch plus 1. Mittlere Rüstung. Was sind denn Blitzladungen? Blitzladungen plus 1 auf Angriffswürfe und plus 1 Blitzschaden. Wenn du nur 5 Ladungen hast, werden sie verbraucht. Wenn man das nächste Mal Schaden bewirkt, macht 1 bis 8 Blitzschaden. Verliert eine Ladung pro Zug. Das wäre eigentlich was Cooles für Astarion, weil der spurtet ja dann doch ein bisschen öfter mit seinem extra Spurter. Aber ich fürchte, der kann nicht mit mittlerer Rüstung umgehen. Oder? Wie sieht's hier aus? Geübt mit Elfenwaffen. Ansonsten eher so nix, ne? Let's move. So, gegrößerte Verteidigung. Let's get going. Wir schicken das mal rüber.
Blub. Flup. In mittlere Rüstung ungeübt. Ja. Geht nicht. Geht nicht. So, er ist auch damit ungeübt. Ich könnte es nehmen, aber dann müsste ich spurten. Was ist eigentlich hier mit Intelligenz? Hat unser Magier eh schon 17? Wir könnten ihn natürlich jetzt umskillen und seinen Charisma hochsetzen. Aber dann bleibt er auch auf 17, ne? Schwierig, schwierig. Aber die Schuhe sind schon ganz gut. Schauen wir mal, was haben wir denn bis jetzt für Schuhe? Wir haben bis jetzt nur so ganz normale Stiefel. Also können wir zumindest für das Athletisch plus 1 können wir das Ding schon anziehen, oder? Wo ist denn hier? Da sind die Schuhe. Zack. So. Hier den Pfeil können wir auch zu Astarion rüber. Müssen auch mal ein bisschen was wieder verkaufen, glaube ich. Öl der Schärfe. Jo, jo. Schmieren. Federfall könnten wir mal mit Gale mal lernen. Geht das? Nee. Elminster's not around, so it might as well. Zaubererlernen. Federfall ist nämlich immer witzig. Gedanken wahrnehmen. Kostet 100. Schwächestrahl, flammende Sphäre können wir sowieso schon. Warum machen wir das eigentlich nie? Haben wir die nicht ausgerüstet oder was? Ist auf ein Zweier. Slot. Müssen wir mal öfter machen, würde ich sagen. Ne? So. Immer extra geskillt die Sphäre. Und genauso wie ich... Ah doch, da ist er. Die Beschwörungsdinger können wir mal hier hin tun. So. Ja, da war aber jetzt nichts, um den herunterzuholen. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Dein Helm sieht scheiße aus. We should keep moving. You already know as much as I do. Best ignore it. Ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Okay. Bremse lösen. Oder bremsen. Ah, bremsen. Noch hoch. Und hier ist eine Kiste mit super Loot drin bestimmt. Naja. Geht so. Provisorische Speer. I venture forth. So. No one back home will ever believe this. Cursed to put my hands on everything. Cut me loose! Klar, hier. Bist ein Gnom. Ich rette dich. Passt schon.
Maga Kamara? Those pustulent thugs! Well, get on with it. Mit was? You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ja, wo ist er denn, dein Pack? Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. No. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Ja. Durchaus. Das kann man so sehen. So, aber sein Pack, habe ich jetzt keine Ahnung, wo sein Pack sein soll. Komme ich nicht an? Nochmal? Nicht erreichbar? Oder meint er hier die Tür? Ja, da kann man rein, ne? Nicht erreichbar. Komm, also. Hier, hau die scheiß Tür. Ernsthaft. Irgendwie hört sich das nicht danach an, als würde der gegen die Tür hauen. Vielleicht will das Spiel das nicht. Wenn einer das weiß von euch, ob man da irgendwie drankommt oder nicht. Was macht denn hier so komische Geräusche? Gib ihm. Tada, wir haben einen schlafenden Grottenschrat getötet. Looks empty. Looks empty, ja, ja, ja. Was hat denn hier ausgegraben? Gold, guck mal. So perfekt. How much farther can I go? The weapon blueprints. The master blacksmith's work. They're sketches. More like early drafts than final blueprints. Was ist denn hier? Blaupause. Wo ist denn die andere? Ich habe da noch eine. Da. Forschungsnotizen. Kann man aber allerdings nicht angucken. Schad E. Aha. Ein Skelett. Hiding here. Ich
glaube, hier sind wir reingekommen. Hier sind auch noch Blutflecken. So, hätte dann auch hier... Oh, ein loser Felsen. Und dann... Was sind das für Geräusche? Da? Ich bin schon neugierig, ne? Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience. And I don't want to fight. Da, wenn du nicht kämpfen willst, solltest du nicht mit einem Barbar durch die Gegend ziehen. Ach du Schande. Ich finde das lustig, diese Barbaren-Option. Puny? I'll show you, Puny! Flint! Smash! Oh, smash you! Schlag. Get out. Out. Ah. Ja, es lohnt sich mal wieder anzugucken, finde ich. Was hat er denn da gemacht? Stichschlagen und nochmal Stichschlagen. Also hat einen Angriffswurf ziemlich gut gemacht. Aber oh, ziemlich gut. Schadenswurf. Wegen meiner Resistenz halbiert. Und warum ist das jetzt hier? Wegen Schläger, weil er zweimal treffen darf oder was? Keine Ahnung. Manche Sachen verstehe ich nicht. So. Aber muss ich wohl so hinnehmen, wie sie sind. So, wie wär's mit Rage? Erstmal den. Zauber nicht vorbereitet. Okay. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Okay. So, der ist schon mal weg. Time for a new approach.
trotzdem Schaden. Obwohl er eine Nebenbuchschlange hat, aber das kennen wir ja. Das können wir ja auch mit bestimmten Sachen. Jo, hier, so, zack. Survival is all that matters. Kill Steel Gay. Teleportiere dich dorthin, wo der Pfeil auftrifft. Pfeil der vielen Ziele. Bewirke 3 weitere Ziele in Reichweite und nützlich einen halben Schaden. Interessant. Hat sich ja ein bisschen gelohnt, ne? Wir müssen irgendwann jetzt mal wieder verkaufen gehen hier. So. So, du kannst mal aufhören, dich hier zu verstecken. No one stopped me yet. So, das zerstörte Dorf müsste aber inzwischen. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Als Kette. So, was haben wir dann dafür? Also weil es Saloon ist, ja. Hier geht's nach draußen. Da geht's glaube ich auch nach draußen, ne? Ja. Okay. Hier sind Spinnenweben. Wo sind unsere Arachnophobia hier? Ne? Vielleicht ein Hammer. Fackel. Something good here. Nix. Das heißt, hier gibt es irgendwo Spinnen in der Gegend. Haben wir den schon gelootet? Nein, okay. Den haben wir irgendwie mit einem Kältestrahl abgeschossen. Das ist ein Schlüssel. Nein. Ich möchte nicht mit Astarion sprechen jetzt gerade. Teller. Ach komm, komm mit. Alles mitnehmen. Streitaxt. Speer. Dolch. Klettern. So, jetzt kann ich so. Dann ist ja auch klein, ne? Der Kleine. So, und dann gehen wir mal nach hier draußen. Guck mal, warum da so ein Spinnennetz oben drüber ist. Guck mal unten rein. Ich denke mal, der Schlüssel, den wir gefunden haben, wird dann wohl hierfür sein. Ne? Zu Astarion. Hm.
Flasche, Flasche, Flasche. Ein lustvoller Pakt, die schockierende Wahrheit. Die schockierende Wahrheit? Was? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ich will die schockierende Wahrheit wissen. Niederschrift von Albrecht Haaf. Was hat euer... Ach so. Ja. Nehmen wir alles mit. Werkzeug kommt man echt gut dran. So. Wahrnehmung gescheitert, yay. Wegen der Falle dort. Okay. Dadurch ist jetzt hier die Leiter kaputt gegangen, aber ich denke mal, hier können wir auch durch. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Ups, nee, Rauchpulverfass. Ja, komm, wir können das mal ans Lager senden. Sind aber schon ein bisschen voll jetzt inzwischen hier. Ja, mach die Tour auf da, die Kiste. Klar, eine Wand. Oh. Ein Kurzschwert. Und noch ein Kurzschwert. Noch ein Holzkoffer. Noch mehr Waffen drin. Die Kiste unten hat nichts. So, wenn da schon so eine Wand ist, dann hauen wir die doch mal ein, oder? Wenn das denn dann funktioniert. Hier. Zack. Ziel ist nicht erreichbar. What the fuck? So, rein da. Better be careful. Those webs carry vibrations. Oh, hier kann man runter. Ins Wasser. Okay. Spinnenei. Ekelhaft, weg damit. Stimmt nicht, ja. Aber gibt's hier unten noch irgendwas? Huch.
Hallo? No, they don't. Oh, da kommt einiges. Nur wenn wir das Ei zerkloppt haben da oben. Spurten wir nochmal. Wir können auch hochjumpen, oder? Können wir versuchen, hochzujumpen? So, du musst aber jetzt hier wirklich spurten. Oder jumpen. Jumpen. Nee. Spurten. Nächsten noch wieder hier an. Lange Folge jetzt, wenn wir jetzt den Kampf hier noch beginnen. So, warum bin ich im Nachteil? Der ist doch ein Typ nebenan, aber es geht wahrscheinlich nur für den Nahkampf, ja? Gift. Wir haben keine Kampfrauschladung mehr über, kann das sein? Das ist nicht so geil. Das heißt auch, dass wir nicht mehr extra zuschlagen können. Aber wir können versuchen, den hier runterzuschubsen, oder? Also wir gehen erst hier in die Seite. So. Umgehupft. Ja, okay. Schade. So, ja. Zack. Spurten. Ab nach hier oben. Zauberslots mit über. So. Immer noch nicht gegen den machen. Außer einfach so Nachteil schießen. Hm.
Ja, es könnte jetzt doch ein bisschen unangenehmer werden als gedacht, weil ich nicht mehr zweimal die Runde zuschlagen kann. Nachteil eingesponnen. Traugift. Angriffswürfel plus 1 auf Schaden. Mach ich mal. Wer ist hin? Crit. Das ist doch mal schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Warum ist er die ganze Zeit im Nachteil? Weil er im Netz steht, oder was? Weil er eingesponnen ist wahrscheinlich. Schon mal hier ein bisschen Schaden angerichtet. Kann mal ein bisschen näher springen. So. GB. Ein Lebenspunkt noch. Das kriegst du doch hin hier, einen Lebenspunkt, oder? 49, weil im Nachteil. Wie sieht das hier mit dem Feuer aus? Besser aus? Sehr gut. Da kommt die nächste Spinne. Macht Schaden wieder. Übrigens, der Typ in unserem Lager ist inzwischen auch gestorben. Denke ich. So, hier ist der ist befallen. So. Bisschen näher. Zack, 8 Schaden. Nach hier vorne. Lass mal nicht ein Fehler war, meine liebe Spinne. Kritischer Fehlschlag. Auch gut. Dann gehen wir auf das Spinnennetz drauf. Muss ein Vorteil gegenüber sein. Das war's. Ha! So, die haben nichts bei sich.
hier die ganze Zeit auf dem Spinnennetz stehen, ist auch kacke, ne? Glaube ich. So. Ich würde sagen, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Dann erkunden wir weiter hier diese Spinnenhöhlen. Mal gucken, ob da noch mehr Spinnen drin sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.